Gegen 19.16 Uhr ist der kooperativen Großleitstelle der Polizei in Oldenburg über Notruf ein Einbruchdiebstahl mit flüchtigem Täter gemeldet worden, hier an der Einsatzörtlichkeit. Wir haben dann mit starken Kräften das Objekt angefahren. Ein Fahrzeug ist als aufnehmendes Team direkt zum Einsatzort gefahren und hat bei Betreten des Objekts direkt einen starken, ätzenden Geruch wahrgenommen und Probleme bei der Atmung. Daraufhin haben wir unverzüglich einen taktischen Rückzug angetreten und haben auch die Bewohner des Hauses evakuiert und haben dann die Feuerwehr mit Gefahrgutstaffel oder dem Gefahrgutzug der Feuerwehr Diepholz benachrichtigt zur Gebäudesicherung. Nein, das ist nicht der Fall. Weder die eingesetzten Beamten noch die Bewohner sind nach jetzigem Kenntnisstand zu Schaden gekommen. Wir haben allen die Hinweise gegeben, dass es falls es im Laufe des Abends nochmal zu Atemwegsproblemen kommt, dass unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Dazu können wir noch keine näheren Angaben machen. Letztendlich ist der Stoff von der Feuerwehr hier als unbedenklich erklärt worden. Das Gebäude, das Wohnhaus ist gelüftet worden. Die Feuerwehr hat jetzt quasi den Bewohnern anheimgestellt, das Objekt zu betreten oder zu sagen, ich möchte noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und vielleicht außerhäuslich schlafen. Aber hinsichtlich der genauen Stoffart können wir noch keine Angaben machen. Jetzt haben wir die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Diepholz hier vor Ort. Die wird sich jetzt um die weitere Tatortaufnahme sowie die Spurensuche und Sicherung kümmern. Wir werden jetzt gleich eine Tatortübergabe hier durchführen und dann wird der Sachverhalt an den Ermittlungsdienst übergeben und dann kommt es im Nachhinein zur Spurenauswertung. Ebenfalls wird der hier vor Ort gesicherte Gefahrstoff sowohl durch die Feuerwehr als auch mutmaßlich durch die Polizei hinsichtlich der Stoffart noch bestimmt. Von der Feuerwehr, es waren glaube ich 8 Ortswehren eingesetzt. Die Kräfte beliefen sich auf 76 Kameraden mit 12 Fahrzeugen. Der Täter ist leider weiterhin flüchtig. Auch die starken Kräfte haben mit den Fahndungsmaßnahmen leider nichts erreicht. Wir haben im rückwärtigen Bereich noch mit der Feuerwehr da ein angrenzendes Feld abgesucht, um auszuschließen, dass eventuell der Täter durch den möglichen Gefahrstoff kontaminiert wurde und dort zu liegen gekommen ist. Ebenfalls haben wir noch die Wärmebildkamera eingesetzt, aber auch das verlief leider erfolglos.